Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Thorsten Helbig, Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Freue mich natürlich immer, wie immer, dass Sie heute Morgen live dabei sind und wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was Thorsten uns heute zeigt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, schon mal vorab einen besonderen Dank heute an Thorsten. Er weiß warum und damit gebe ich auch den Bildschirm weiter und ja, meine Güte, und wünsche trotzdem irgendwie viel Erfolg und viel Spaß. Erstmal den richtigen Bildschirm. Guten Morgen. Wir werden uns wahrscheinlich heute etwas kürzer fassen als gewohnt. Erstens hat mich fürchterlich eine Grippe oder was weiß ich auch hingerafft. Das wundert mich nicht. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und hier hinter mir aus dem Fenster geguckt habe, unsere Terrasse hier, die glänzt wie Speckschwarte. Ich dachte schon, es wäre Frost. Weil auf dem Rasen draußen liegt schon überall Raureif. Und wir hatten heute Morgen irgendwie 8 Grad, als ich aufgestanden bin. Okay, das ist so, im Alter wird man etwas anfälliger. Und damit sage ich guten Morgen aus dem wunderschönen, aber momentan kalten Norwegen. Wir sollen die nächsten Stunden aber wieder 20 Grad kriegen und Ende nächster Woche sogar Mitte 20 Grad. Ich werde versuchen, meinen alten, geschwächten Körper bis dahin wieder auf Vordermann zu bringen. Dazu kommt, dass ich bis jetzt etwas Tonprobleme hatte, aber die scheinen sich jetzt behoben zu haben. Nachdem ich den Router gewechselt habe. Ich hoffe, das funktioniert, wenn meine Stimme ab und zu mal weg ist und ich ein Taschentuch rausholen muss, sage ich schon jetzt mal Entschuldigung. Wenn der Ton weg ist, habe ich ihn weggeschaltet und es ist nicht. Man muss mir nicht wieder technische Probleme unterstellen. Wir schauen als erstes auf den Euro. Wir haben uns angewöhnt, die letzten Tage Tagespläne zu machen und diese Geschichte auch zu handeln. Wir schauen gleich mal auf den H1. Eistee, mein lieber Nelson, ne? Eistee. Das Einzige, was hilft bei so einer Heiße. Wir haben uns angewöhnt, den Euro-US-Dollar ausschließlich nach unseren Zielbereichen und nach Euro pro zu handeln. Das hat die letzten Tage sehr gut funktioniert. Mittelfristige Setups traue ich mir schon gar nicht anzufassen, weil das haben wir gestern gemacht hier. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir hier in diesem Bereich eigentlich nochmal runterfahren sollten nach Welle A, Welle C, von da aus diese Korrektur auch von da wiederholen. Und so wie der Euro es nun mal hält, er macht, was er will oder was Flinten-Uschi in Brüssel sagt, was er machen soll. Was die Jungs gerne hätten. Wahrscheinlich brauchen wir einen vernünftigen Wechselkurs, damit wir in Amerika Waffen kaufen können, um Selenskyj damit auszustatten. Eine Explosion der Währung und eine Abwertung des Dollars gegenüber dem Euro hat für mich momentan genau so eine stabile Grundlage wie ein steigender DAX. Aber es hat einen Grund, warum ich mich mit, sage ich mal, mit News, mit Wirtschaftsdaten und so weiter in keiner Form befasse.
Das Thema hatten wir schon mehr als einmal. Also dieses kleine Szenario, was wir hier eingezeichnet haben, das können wir knicken. Das Thema ist durch und wenn das Thema durch ist, können wir es auch abhaken. Dann müssen wir uns dadurch nicht mehr irritieren lassen. Alles, was wir im Chart zu viel haben, wird uns mit Sicherheit irgendwo, mit Sicherheit verunsichern. So, und damit kann auch dieser Spaß hier raus. Und wir sind im A1 auf einer anderen Welle. Diese Welle heißt, dass wir hier unten von der 10775 circa, ich arbeite nur mit circa Marken, haben wir die Welle A hingelegt. Wir haben danach einen Abwärtstrend und haben diese Welle A in zwei Wellen hier im H1 auskorrigiert. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ganz einfach. Erste Welle, Korrektur, zweite Welle, ein tieferes Tief. Das war's. Wenn wir dann da einen Fibo drauf legen, ich gleich wieder Mecker kriege, dann sehen wir, dass wir diese Bewegung von da unten gestartet, die komplette Bewegung hier mit gut 50% auskorrigiert haben und der Schlusskurs von der Shortkerze hier und der Öffnungskurs von der blauen Kerze ging dann, endete exakt bei der 10892 bei der 50%. Das heißt, diese Bewegung wurde sehr gesund auskorrigiert. Hier in diesem Bereich die 50% Linie und damit ist die Korrektur auch sehr gesund gewesen. Die Folgebewegung, die dann den Trendbruch hier im H1 verursacht hat, startete hier am 13.8. mittags. Damit ist er hier hoch, hat hier einmal diese Bewegung, Korrektur, Bewegung. Damit haben wir einen bestätigten Aufwärtstrend. Und wenn wir Bewegung, Korrektur, Bewegung hier nehmen, dann haben wir da das letzte Hoch. Bewegung, Korrektur, Bewegung, erste Bewegung, zweite Bewegung, zweite Bewegung. Was fällt euch auf, wenn wir hier die Korrekturbewegung, wenn wir uns die anschauen, was fällt euch da auf? So, mach das mal ein bisschen genauer. Ja, schön, dass wir, ich sage ganz bewusst wir, also ich beziehe mich da ein, das jetzt sehen. Welle A, Welle B, Welle C extrem viel kürzer als Welle A. Die hat man gerade so die Grundbedingungen erfüllt und hat dieses Tief hier kaputt gemacht. Moin Stefan, deine Shift-Taste klemmt mal wieder. Welle C ist kürzer als Welle A. Damit ist ziemlich klar, dass hier eine dritte Welle nach unten nicht kommt und dass eventuell die blaue Welle C hier starten könnte nach oben. Die Welle C nach oben, hier hat sie erst den Bruch verursacht, das heißt, die Bewegung ist
für mich aus meiner Sicht hier gestartet und hatte als Ziel oben die 1.11.43. 1.11.43 als Ziel, wenn das hier Welle C ist. C, dann ist das hier A. So, A und C sind jetzt komplett, auch wenn das Zeitfenster lange, lange abgelaufen ist. Aber wir sehen mal wieder, wie solche Geschichten funktionieren. Er zieht diese Nummer hier in einem Rutsch durch, macht dieses Hoch kaputt, kurzer Anlauf, macht dieses Hoch kaputt, um die Welle fortzusetzen, kommt dann wieder zurück, bestätigt hier dieses Hoch. Das gibt mir auch diese Sicherheit, dass die 1.09.44 als letztes Hoch auch richtig war, weil der Rücklauf erfolgte an die 1.09.49, also 5 Punkte drüber, um dann durchzuziehen und 200 Punkte anzuziehen. Dieses Setup hätte man eventuell früher erkennen können, aber der Blick war mir, oder das Erkennen dieser Nummer war mir verwehrt. So, wieder da. Dieser Blick war mir verwehrt. Wir haben zwar gestern diese Welle C erkannt, aber da wir gestern schon hier oben gelandet waren, hier in diesem Bereich und dann hier sogar vorgestern Abend oder vorgestern Nacht hier oben waren, war für mich oder für uns schon die Bedingung von der Welle C fast erfüllt. Dass er noch so einen Schub macht, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, jetzt ist das Muster komplett. Da dieses Muster komplett ist, haben wir jetzt eine Chance, diese Welle jetzt von da oben an zu starten. Jetzt fragt man sich, wie geht man jetzt damit um? Der erste Punkt ist, dass wir damit auf jeden Fall rechnen müssen, dass von der 1.09.44 bis zur 1.11.70 circa, das sind 230 Punkte, ne, 230 Punkte oder 230 Pip-Bewegung im Euro-US-Dollar bleibt, sage ich mal, jetzt nicht ungestraft oder sie sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form auskorrigiert werden. Hier auffällig, dass das Korrekturlevel, wenn wir das gleiche annehmen, so wie da, bis dahin laufen kann. Und was fällt euch auf, wenn man auf dieses Korrekturlevel guckt? Wenn ihr das Bimmeln hört im Hintergrund, ich pyramidisiere meinen DAX ein bisschen. Den habe ich gestern Abend bei 18.460 geschortet. Was fällt euch auf hier? Oder fällt euch überhaupt was auf? Ihr müsst ja nicht ja oder müsst ja nicht reinschreiben. Was euch auffällt, ihr könnt ja auch sagen, nö, seh nix.
Diese Abwärtsbewegung deckt sich exakt, wenn die hier genauso dupliziert wird, deckt die sich hier exakt mit diesem hoch. Das heißt, das gleiche Muster, was wir hier hatten, dass er drüber geschossen ist und dann korrigiert hat bis dahin, das gleiche Muster kann sich jetzt hier oben wiederholen, dass wir als nächstes Ziel unten für die Shorts auf jeden Fall 1,10,48 haben. Da Bewegung C zu Ende ist und C länger ist als A, müssen wir auch hier in der Folge dann damit rechnen, dass sogar noch Bewegung E kommt. Das würde den Greenback natürlich entspannen und würde heißen, dass wir dann als nächstes Ziel oben für Longbewegungen dort landen. Allerdings werden wir diese Geschichte später sehen. Ich mache das jetzt mal ins Gesamtbild, damit man sich das abmalen kann. Olu Mochmo. So und so. Ups, das war zu weit. Na komm, ein zurück. Das ist der, einem Server arbeitet. Da ist das manchmal etwas verzögert. So, Bewegung C und hier machen wir noch Bewegung E draus. Dann haben wir wenigstens einen Plan. Und hier haben wir B. Und D haben wir auch noch. Das soll die hier werden. So. Das darf gerne mal geknipst werden. Ich mache mir sicherheitshalber selber einen Screenshot hier, dann kann ich den nachher auch anwenden. Okay, das vorausgeschickt, haben wir wenigstens eine grobe Richtung, was hier eventuell passieren kann. Was uns die letzten Tage nach vorne gebracht hat, ist immer wieder hier die Zielbereiche von unten nach oben oder von oben nach unten. Wir haben hier vorgestern sehr gut unser Tagesziel damit eingefahren. Und wenn ich mir das von gestern angucke, die Nummer von unten nach oben war handelbar, so war der Plan gestern früh. Die von oben nach unten
war etwas schwieriger. Ich habe auf den Bruch von der 1.11.32 gewartet und das High haben wir nur bei der 1.11.29 gemacht. Ich weiß nicht, ob die jemand angefasst hat. Auch bei uns in der Community weiß ich nicht, ob die jemand angefasst hat und die Geschichte eventuell von oben nach unten durchgehandelt hat. Wichtig ist zu sehen, zu wissen, dass wir auch hier die Pläne brauchen. Der zweite Punkt ist, wir haben den Zielbereich hier unten mit diesem Spike hier gestern um 16 Uhr verletzt, also Serverzeit 17 Uhr, haben den nach unten verletzt, sind da ganz kurz durch. Demnach wäre hier diese Spikes hier, diese Dochte, diese Lunden hier benutzt hat, um eventuell Long-Positionen zu platzieren, sollte sich für die Zukunft merken. Hier haben wir den Zielbereich bei der 06. Dieser Zielbereich wurde mit einem Tief bei der 98 um 8 Punkte nach unten verletzt. Zielbereich um 8 Pips verletzt. Der da. Und wenn wir diese ganze Geschichte jetzt ebenfalls duplizieren, schauen wir nach oben, dann wäre hier oben das gleiche, das Ziel, nur mal so als Ansatz. Und wenn der Zielbereich bei der 42 ist, dann wäre das Ziel, demnach Ziel circa 1,1150. So, jetzt schauen wir uns an, wo ist er hingelaufen? Also wenn wir mit Zielen arbeiten, das High 1.11.51. Das heißt, wer diese Nummer hier unten genommen hat und den Zielbereich von der 1.11.06, das Verletzen der 8 Pips berücksichtigt hat, sollte wissen, dass der Zielbereich dann auch hier oben ebenfalls um circa 8 Pips verletzt werden sollte. Das heißt, wenn wir diese Nummer von unten nach oben handeln, hier nach reinem Zielbereichen, dann ist dieser Zielbereich ebenfalls um 8 Punkte verletzbar, ohne dass irgendwie wo was passiert. Wie gehen wir damit um? Das wird heute, sage ich mal, sehr schwierig. Wir haben 1.11.57 da oben und wir haben hier unten den Zielbereich 1.11.40. Das heißt, als erstes, wir haben hier eine Sperrzone. Die Sperrzone machen wir grau und machen die bis 23 Uhr. So. Die Sperrzone hat Gültigkeit, bis sie nach oben und nach unten einmal verlassen wurde. Sie muss hier mit einem Spike nach unten raus oder nach oben raus. Wenn ich mir diese Nummer jetzt hier so anschaue, dann gehe ich davon aus, dass wir das hier als eine Bewegung betrachten können. Wir haben diese Long-Bewegung in einer Bewegung, in der zweiten Bewegung auskorrigiert. Aber wir haben uns gerade im H1 angeguckt, dass da noch ein bisschen was nach unten fehlt. Wir haben hier das
50er FIBO-Level und hier das 61,8er FIBO-Level. Das heißt, diese Nummer, die kann jetzt auskorrigiert werden und zwar in dieser Form. Wir können einmal ganz kurz da unten raus, um die Sperrzone zu verlassen. Wenn die Sperrzone einmal hier unten verlassen wurde, dann dürften wir hier ein neues Hoch sehen. Der Zielbereich sollte dann bremsen, dann wieder zurück, den hier unten bestätigen, um dann oben hier in diesem Bereich dann zu landen. Um hier, ich mache das jetzt mal ein bisschen kleiner, das ist für heute der Short-Bereich hier. Hier oben für Ziele mit den Zielen, die wir uns gerade aus dem H1 geholt haben. Das heißt, für mich heute Long-Positionen für die Pulverkammer. Also eine Position. Und wenn Longs gelaufen sind, dann Shorts mit zwei Positionen. Ist das soweit nachvollziehbar, soweit verständlich, dann darf das bitte mal geknipst werden. Hier ist das heute sehr, 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 sehr mau. Wenn wir die Sperrzone nach unten nicht verlassen, vorher, wenn wir keinen Spike hier unten rauskriegen, fallen die Longs aus. Solange wir uns innerhalb von der Sperrzone hier bewegen, dann warte ich den Ausbruch oben ab und suche mir dann da oben die entsprechenden Shorts. Ich danke Michael für den Hinweis. Ich schaue noch mal genau nach. Wir haben den Zielbereich bei 1,1140 glatt und wir haben das Low neununddreißig acht. Okay, der war 0,00002 draußen. Da gebe ich dir recht. Okay, ich habe das nicht gesehen. Sorry.
Wenn man sich ganz streng an die Regeln hält, dann, ja genau, dieser rote Hammer hier im M5. Guten Morgen, Joachim. Und ja, es kann sein, dass er hier eine bärische Flagge bildet. Von diesem Tief oder von diesen Tiefs, von dem und dem ausgehen, kann es durchaus sein, dass er eine bärische Flagge bildet. Diese bärische Flagge dürfte rein theoretisch bis so, die wird ja in der Regel ein bisschen flacher. So, wenn die jetzt da gestartet ist, könnte diese bärische Flagge ungefähr so aussehen. Das darf ebenfalls geknipst werden. Ich habe diesen Hammer oder diesen Spike hier unten übersehen. Dazu ist es auch ein bisschen klein für meine gefühlten 10 Dioptrien, aber es sind nicht mal zwei. Habe ich übersehen. Sorry, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, da es eine Position für die Munitionskammer ist oder für die Pulverkammer ist, diese Long-Position. Schlimmer wäre es, wenn ich hier oben meine Hauptrichtung, wenn ich die Shorts hier oben verpasse. Die Shorts hier oben sind für mich wichtiger. Soweit alles klar im Euro. Soweit verständlich. Danke für das ein oder andere Feedback. Ich frage nicht nach, um mich selbst zu beweihräuchern oder so, sondern ich frage immer deswegen nach, weil ich wissen möchte, ob das, was ich hier versuche zu erklären, auch angekommen ist. Also so angekommen ist, dass man es versteht. Wenn man es verstanden hat, kann man es auch handeln. Wenn man es nicht verstanden hat, kann man es nicht handeln. Wenn mir niemand irgendwie was sagt, dass es nicht funktioniert oder so, dann kann ich darauf nicht eingehen. Sondern wenn mir niemand sagt, was ich weiß, dann kann ich nicht wissen, was, dann kann ich nicht wissen, was du nicht weißt. Und wenn ich nicht weiß, was du nicht weißt, dann kann ich dir das auch nicht erläutern. Deswegen bin ich immer ganz happy, wenn jemand wesentlich mal einen Daumen hoch oder sagt, alles klar, okay, dann weiß ich, es ist angekommen. Oder noch besser ist sogar, wenn irgendwas unklar war oder unklar ist, dass man auch das kommuniziert und sagt, kannst du das oder das nochmal erklären? Weil dafür sind wir aufgestanden, dafür habe ich heute Morgen mit einem schönen Eistee in der Kanne, habe ich den Nelson heute Morgen ganz freundlich geweckt und gesagt, Nelson, komm, lass uns den Leuten mal irgendwo was erklären. Dafür stehen wir morgens auf, damit wir tagsüber dann einen Plan haben, der uns hier begleitet. Okay, wenn dazu keine Fragen sind, dann schauen wir hier mal ganz entspannt auf den DAX. Der DAX hat folgende Muster. Das hier können wir knicken, die bärische Flagge und den Kram nehme ich erstmal raus. Das können wir alles hier vergessen, sondern den Kanal hier ebenfalls. Den nehme ich ebenfalls raus und die Fibos nehme ich auch raus. Den auf jeden Fall. Okay. Wir haben hier folgende Situation, auf jeden Fall aus meinem Blickwinkel im Moment. Wir haben oben
eine Bremse bei der 1, bei der 18.540. So. Das haben wir auch weg und das nehmen wir auch erstmal weg. Und diese können wir auch knicken. So. Ob diese Linie hier noch Gültigkeit hat, werden wir uns anschauen. So. Hier haben wir diese beiden Tiefs verbunden und wenn wir jetzt hier oben noch die beiden dazugehörigen Hochs verbinden, grob Richtung, dann haben wir einen kleinen schmalen Kanal, da, der hier nach oben, wenn wir das hoch, das tief, das hoch, das tief, dann sind wir hier oben an der Kante lang geschrammt, haben hier einen Ausbruch, einen richtigen Ausbruch hingelegt und der wurde direkt abverkauft und damit haben wir einen Ausbruch auch unten gehabt. Hier gilt das gleiche wie bei den Zielbereichen. Wenn wir, ja, gibt nicht immer so eine schönen Parallelen. Und hier unten genau das gleiche. Das heißt, wir haben einen Ausbruch aus dem Kanal hier oben und haben damit auch eine Kanalerweiterung. Dieser Kanal wurde hier geschaffen. Hier haben wir mit den Ausbrüchen oben und unten eine Kanalerweiterung. Wir haben uns jetzt hier dazwischen bewegt, sind jetzt wieder raus. Das heißt, wir müssen aufpassen mit den Linien. Zurzeit hätten wir diese Linie hier unten, 18.409. Dann sind wir an der Unterkante. Bei 18.409 müssen die Stops BE gehen. Shorts am 21. gestartet bei 18.460. So, bei 18.409, das heißt im Moment, wenn wir hier unten landen, diese Linie verändert sich stündlich. Jede Stunde wird diese Linie immer ein Stück weiter steigen. Das heißt, diese Marke ist immer weiter steigend für den heutigen Tag. Jetzt haben wir hier ein Hoch gemacht und haben hier heute Nacht ein nachlaufendes Hoch gemacht. Wenn wir so ein nachlaufendes Hoch bekommen, ja, da drauf, da, wir haben hier das High platziert bei 18.497 und wir haben hier heute Nacht das High gemacht bei 18.499. Damit ist es eindeutig ein nachlaufendes Hoch. Und damit wir dieses Muster nicht verfehlen, mache ich diese ganze Geschichte mal grün, auch wenn das nicht unbedingt meine Farbe ist. Muss ich den Fibo suchen, da, der muss raus. Sonst kommen wir mit dem Grün durcheinander. Zu viel Grün, habt ihr gesehen? Der Fibo war auch grün und zu viel Grün schadet dem Bild. Das ist wie im richtigen Leben. So, und damit haben wir Prozent P1 gleich Doppeltop. Und demnach haben wir da
die Nackenlinie. Aus dem Doppeltop und wenn wir von der 18.497 bis zur 3.16, das sind 180 Punkte. Wenn ich die 180 Punkte abziehe, landen wir bei 18.136, also 18.140 wäre circa das Ziel. Komm dahin. Ziel aus Doppeltopp. Da 18.140 circa wäre das Ziel. Und diese Nummer C gleich A nehmen wir raus. Die macht uns jetzt nur wuschig. Die anderen Marken lassen wir drinne, weil wenn wir die letzte Bewegung hier nehmen, die wir hier in einem Rutsch gemacht haben, bis da hoch, dann wäre da das nächste Ziel Short Ziel gleich 50er Fibo. So, und damit haben wir auch hier einen Plan, den ich jetzt verfolge. Stops müssen über das Doppeltop. Das schreibe ich immer noch dazu. Müssen über 18.500. Ich weiß, dass der eine oder andere gestern Abend auch short gegangen ist. Ne? Vroni, ich weiß gar nicht, ob ihr Vronis da seid. Ich könnte ja mal gucken. Nee. Die fehlt. Aber sie war in, ja, Entschuldigung, kleiner Augenblick. Und halt. Bin wieder da. Aber ich weiß, dass sie gestern ebenfalls geschortet hat. Jedenfalls haben wir das auf Slack kommuniziert. So, dieses Bild darf ebenfalls geknipst werden und dann verabschiede ich mich für den heutigen Tag. Tut mir leid. Aber doch, Günther und Roni sind da. Alles klar. Guten Morgen, ihr beiden. Ins schöne Bayern. Wahrscheinlich ins warme Bayern. Dann habt ihr für eure Shorts, ich glaube, ihr habt bei 18.446 oder so geschaut, wenn ich das richtig gelesen habe heute Nacht oder gestern Abend, dann habt ihr auch dafür die Ziele. Also das darf jetzt geknipst werden hier und damit haben wir auch hier einen vernünftigen Plan. Zur Info, diese Pläne werden durchgehandelt von mir. Die wenn sie eröffnet sind, ich arbeite hier oft mit Limits. Das heißt, meine Shorts werden jetzt automatisch nach 50 Pips, ich bin bei der 60 Short,
wenn ich die 18.409 hier angebe als Marke da für diese Linie, dann stelle ich automatisch meinen BE-Stop, stelle ich den automatisch auf 50. 18.460 gestartet, bei der 09 will ich BE gehen, also geht mein BE-Stop bei 50 Punkten. Wenn der 50 P Punkte vorne im Gewinn ist, geht der Stop automatisch BE. Das muss ich auch auf Slack nicht zwingend einzeln kommunizieren. Damit möchte ich mich verabschieden. Ich muss erstmal in die Apotheke und werde das Webinar heute Vormittag noch konvertieren. Ich hoffe, dass das relativ schnell hochgeladen ist. Dann findet ihr es in unserem YouTube-Kanal unter öffentliche Webinare. Könnt es dort abrufen und dann habt ihr auch einen Plan für heute. Lieber Günther, dir viel Spaß mit Motorradfahren. Unser Günther fährt immer noch Motorrad mit knapp 90 Jahren. Finde ich Wahnsinn, irre. Und ich wünsche dir aber trotzdem ganz, ganz viel Spaß. Hals- und Beinbruch sagt man ja nur beim Skilaufen, ne? Was wir ja vielleicht auch nochmal zusammentun. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, Thorsten. Gute Besserung, schönen Aufenthalt noch in Norwegen. Und natürlich vielen Dank an alle, die dabei waren. Schönen Tag, viel Erfolg heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.